Hey Leute, hallo, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joes Webson. Heute geht's bei mir, ich bin eingeladen worden, zu der Eröffnung vom Dampfsaft-Shop in Wien zu kommen, im 12. Bezirk. Und das schauen wir sich jetzt an. So, ich bin jetzt am Weg zu einem Freund, ich hole ihn jetzt ab, der begleitet mich hin. Wir fahren dorthin und schauen uns natürlich, wie gesagt, den Shop an, die Eröffnung. Freue mich schon, das ist meine erste Shop-Eröffnung, wo ich eingeladen worden bin, mit ihm zum Anzuschauen und ein bisschen zum Filmen. Und sie haben die Veröffnung leider ein bisschen verschieben müssen auf heute, hätten eigentlich schon am Montag aufsperren sollen. Ist sie leider aber zeitlich nicht ausgegangen, aber egal, heute sperren sie auf, heute schauen wir hin. Bin gespannt drauf, ja, freue mich schon, ja. Schauen wir uns das an, wie es wird. Ich mache ja ein paar Videos natürlich da drinnen und ja, jetzt hole ich mal meinen Freund ab. So, auf geht's zum Dampfsaft, zu der Eröffnung heute. Die haben da in Wien im 12. Bezirk ein neues Geschäft aufgemacht. Da schaue ich jetzt gerade mit einem Freund hin, mit Jürgen, und checken das einmal ab. Die haben wirklich ganz viele Liquid-Sorten und Aromen. Soll ganz, ganz cool sein, ja? Schauen wir mal rein, da, wie das ausschaut. Los geht's, gehen wir hin.
so, jetzt gehe ich mal schnell zu meinem Freund, der ist der Vorgang an Zigaretten kaufen. Der Shop ist echt cool. Also ich habe echt eine Freude drin, einen Haufen neue Liquids. Sie sind zwar mit allen Einräumen noch nicht ganz fertig, aber ich habe eine Freude, ja. Jetzt gehe ich kurz zu meinem Freund, der war so G-Cool, der Schlimme, und dann schauen wir wieder hin. Aber da drüben ist er eh schon. Und dann schauen wir noch ein bisschen rein und dann werden wir sich am Nachhauseweg machen. So, jetzt sind wir am Weg zurück nach Hause, war echt toll, war wirklich eine ganz tolle Shop-Eröffnung, war wirklich immer wieder viel los, ganz ein netter Chef, der Andi, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr mal in Wien seid, schaut beim Darmstadt vorbei, sind echt tolle Leute, echt ein netter Chef und mir hat es richtig gut gefallen, Leute ganz geschmeidig gewesen, gute Frankfurter gegessen, haben uns geschmeckt, Jürgen, oder? So, ja, war liegt, toll. Liegt ja sehr gut. Ja, liegt auch wirklich toll, backen immer was, also ja. So, jetzt machen wir sich einmal auf dem Heimweg. Ja, jetzt waren wir eh lange da. So Leute, jetzt bin ich am Heimweg, ja, bin dann gleich zu Hause. Mein Freund habe ich schon aussteigen lassen. Also ich bin schon ein Stück gefahren, sage ich mal so. Der Inhaber, der Andi, ganz ein super Kerl, ganz ein netter Kerl, kennt sich echt gut aus. Also macht das mit Leidenschaft und war eine Freude. Und Liquids gibt es dort ohne Ende. Ja, also so viel seltene Liquids und was sonst nicht so oft gibt. Schaut da mal hin, wenn ihr in Wien seid oder Wien Umgebung seid, checkt den Shop einmal aus, der ist im 12. Bezirk, liegt echt ganz toll, also habe ich glaube ich eh vorher schon gesagt, der liegt ganz ganz toll, also Parkplätze immer vorhanden eigentlich, in der Nähe gleich. Ich habe Freude gehabt, ich habe einen schönen Nachmittag mit meinem Freund verbracht, ja, war toll. Gut Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch den Kanal, empfehlt mich doch bitte weiter, durchs Weiterempfehlen, lerne mich einfach mehr Leute kennen, dadurch schauen mehr Leute meine Videos an, macht natürlich noch mehr Freude. Checkt doch auch meine Facebook-Seite, meinen Instagram-Account einmal aus, die Links dazu sind bei mir in der Beschreibung, in der Videobeschreibung unten drin oder auch bei mir im YouTube-Kanal, bei den Kanal-Infos findet ihr die Links auch, checkt das mal aus, vielleicht gefällt es euch, lasst es mal gefällt mit meiner Facebook-Seite, folgt mir auf Instagram, ich poste immer wieder alle neuen Videos oder neue Sachen, was ich bekomme, dann seid ihr auch schon vorweg informiert, was in nächster Zeit als Video kommen wird. Gut Leute, und dann wie immer am Schluss, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Baba, euer Joe, tschüss, Baba.